Hallihallo. Jetzt willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge Horizon Forbidden West. Und ja, jetzt geht's ins nächste. Jetzt geht's ins nächste Rebellenlager. Hi Kadi. Na, sei gegrüßt, meine Gute. Wie geht's, wie steht's? Alles Roger? So, jetzt würde ich mal hier noch lang gucken. Weil hier hatten wir ja vorhin die Ich sollte nach weiteren Rebellenlagern Ausschau halten und verhindern, dass sie Ärger machen. Ich muss mehr über diese Söhne des Prometheus herausfinden, ja, damit sie den Rebellen nicht beim Mord an ihrem eigenen Volk helfen. Zu schweigen von den Katern. Oh ja. Aber das machen wir ja, Aloy. Keine Sorge, Aloy, das machen wir. Feierabend und endlich Urlaub. 2 Wochen. Hey, na, das klingt doch gut. Das klingt doch astrein. Ich hab doch hier gerade irgendwas kaputt gemacht. Jetzt hier das nächste Lager? Ach du grüne Neune. Stürmer, 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 Stürmer. Magst du mal bitte kurz die Karte öffnen? Ja, kann ich machen. So. Haben wir schon sehr fahren zu Freunden nach Karlsruhe. Hey, cool. Und was macht er dann dort? Also habt ihr irgendwas Besonderes vor und geplant? Oder einfach ein bisschen für dich Sightseeing oder einfach ein bisschen quatschen. Ein Außenposten. Weit weg vom Hauptlager. Vielleicht hält Regala hier ihre Maschinen. Ich meine, eigentlich würde ich jetzt ganz gerne einfach draufhalten, ne? Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich weiß jetzt nicht, sind da nur die Maschinen oder sind ja auch irgendwo noch ein paar Menschen unterwegs? Ich bin eins mit dem Gras. Siehst du, bei denen gibt's auch. Bei denen ist auch Bubatz endlich legal.
Das geht erstaunlich gut. Es geht aber irgendwie gefühlt zu gut gerade. So viel zum Thema zu gut. Ich habe nicht noch diesen Dornrücken, den Dornrücken-Stachel bekommen. Na gut, schade. So, jetzt erstmal wieder einsammeln. Ich muss erstmal wieder, damit das niemand sieht, was wir hier veranstaltet haben. Kann ich es noch öffnen? Hm. Die jetzt alle in der Höhle? Ey, das wird gleich bestimmt unangenehm für uns. Was? Was? Hier war ich noch nie, hast nichts verpasst. Okay, dann hast du den Wall also hinter dir. Eine Woche zocken und dann eine Woche zur Mühle nach Brodenbach an der Mosel. Okay, Arsch der Welt, Natur vom Hunsrück. Ja. Alles klar. So, mal kurz gucken hier im Chat. So, was haben wir denn? Ah, da ist noch was. Das ist schön. Also wenn man ein bisschen umguckt, ne, dann findet man hier tatsächlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man hier reinkommt. Das finde ich auch wieder geil. Das könnte mein Weg hinüber sein. Schlägerjägerbogen. Alter. Überspannenschaden nochmal drauf und kritische Trefferchance. Boah, das ist schon nicht schlecht, würde ich sagen. So, warte mal, wir müssen hier, glaube ich, mal noch ein bisschen was machen. Beziehungsweise wahrscheinlich mal hier, ne? Nahkampfschaden 30% höher. Boah.
Gut, ich glaube, das können wir aber erstmal gut gebrauchen. Fallen, ne? Fallen bin ich gerade so gar nicht am... Sehe ich gerade so gar nicht so. Nee. Das hier nehme ich immer mit. Ich glaube, das nehme ich mal mit. Oder? Warte mal, was gibt's hier? Stelle Munition an der Werkbank mit weniger Rohstoffen als in der Wildnis her. Oh. So. Stärke deine Entschlossenheit und verursache eine bestimmte Anzahl von Schüssen mehr Schaden mit Bögen, Bolzenschießern, Seilwerfern und Stachelwerfern. Also ich glaube, das könnten wir mal machen. Also mal den auszurüsten als Mutschlag statt den anderen. Ich glaube, das können wir mal machen. Gut, dann müssen wir das ja als nächstes machen mit dem nächsten. Schon Level 13, das ist auch krank. Haben wir noch gar nicht so viel gemacht. Dieses Rad steuert bestimmt die Brücke. Ich sollte es mir ansehen. Wirklich, Aloy. Hälfte der Brücke. Wirklich. Wie lasse ich die andere herunter? Ich weiß nicht, vielleicht so und so? So, die Brücke ist unten. Mit Strömung ist auch geil. Ja. So, nach oben. Traumhaft. Stürzten in den Tunnel, der einbrach, als sie weiter hineinrannten. Was, wenn Alvins Sprengstoff den Krater gerissen hat? Ich sollte nach Kettenkratz und Javad informieren. Ja, es war doch Alvin, das wissen wir doch mittlerweile. Das heißt, ich kann hier keine Rebellen kaputt machen? Ich hab mich so gefreut. Ich hab mich doch so gefreut. Ich wollte doch bloß ein paar Rebellen. Kleiner Thomas traurig.
So, wir gucken jetzt mal. Ach so, ich kann hier gar nichts großartig scannen. Ja gut, dann halt nicht. Ich dachte, ich kann ja, hier vielleicht. Der Tunnel ist offenbar blockiert. Da geht's nicht weiter. Komme ich hier wieder raus? Ganz einfach. Genau. 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 Geht doch, ganz einfach. So, na gut. Nice. Auch das geht. So, das heißt, das haben wir jetzt auch. Und jetzt soll ich wieder komplett bis nach Ketten. Oh Gott, ich will. Kann man nicht einfach so. Ich hoffe jetzt nur, dass wir nicht irgendwelche Maschinen hier antriggern. Dieses Geräusch. In der Nähe muss ein Langhals sein. Wenn ich den überbrücke, bekomme ich Daten über die Umgebung. Ha. Ich will eigentlich gerade nur das. Jetzt gibt es Ärger. Aber ihr habt doch gesagt, ihr greift an. Taste. Ich wollte euch ja gar nicht angreifen, aber ihr wolltet ja. Mann, Mann, Mann. Lasst mich einfach in Ruhe. Und nur zum Lagerfeuer. Ich hab gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen. Jetzt ist aber mal gut. Ah.
Aua! Genau in die falsche Richtung. Alter, ich wollte nur zu diesem blöden... Darf ich jetzt? Anscheinend darf ich immer noch nicht. Also das ist ja mal richtig dämlich gelegen. Geht. Muss ich dann jedes Mal, wenn ich mich hierher porte zu dem, muss ich dann jedes Mal erst 20 Millionen Robbies hier platt machen? Oder mache ich gerade irgendeinen Fehler? Darf ich jetzt? Nee, darf ich immer noch nicht. Ach, wisst ihr was? Ich wollte ja einfach nur speichern und dann Schnellreise machen. Und ihr macht hier so einen Quatsch. Was soll ich denn davon halten? Oh, darf ich jetzt? Na danke. Hallo. So viel Mord und Totschlag nur dafür, dass ich hier endlich mal speichern kann. Robbys hatten genauso einen Dickschädel wie das Dickhornschaf hier, was ich gerade erlegt habe. Da. Gut. Okay, ich wollte eigentlich. Ja, das. Ja. Gut, dann lasst uns doch mal wieder hier zurückgehen. Puh. Alter Falter, hab gerade mal Stadio gestartet, ein neues Spiel ausgewählt mit der neuen Farm. Himmel, hat sich da viel geändert. Alleine die Auflösung ist krass. Ja, die Auflösung ist krass wegen deinem Rechner, nicht wegen dem Spiel. Also, Stadio 1.6 hat sich jetzt echt nicht so wahnsinnig viel geändert. Das ist jetzt kein neues Spiel geworden oder so. Aber ja, natürlich hat sich ein bisschen was geändert und ich finde es auch gut, dass da regelmäßig Updates kommen. So. Ich weiß, wie die Dornrücken in den Schrecken kamen. Du. Was? Wirklich? Ja. Wie? Olvens Arbeiter haben in der Mine westlich des Steinbruchs gesprengt. Anscheinend wollten sie einige der Tunnel öffnen. Oh, bei der Liebe des Morgens. Ich sagte ihm doch, dass das Risiko zu hoch ist. Diese Tunnel führen meilenweit, sogar bis unter den... Du meinst doch nicht... Und ich habe auf der anderen Seite der Berge Pferche entdeckt, wo Tenaktrebellen Maschinen hielten. Auch Dornrücken.
Durch Olvens Sprengungen entstand ein Krater, der sie in die Tunnel zog. Durch die sie zur Mine und in den Schrecken gelangten. Gut. Außer den Rebellen trägt also nur einer die Schuld an der Dornrückenmisere, Olvent. Leuchtende Strahlen der Sonne. Und die ganze Zeit zeigt er mit dem Finger auf uns. Bringt Olvent her. Und Petra auch. Abgestandenes Bier. Hier zitiert wie ein elendes Schankweib. Ich hoffe, du hältst deinen Stift bereit. Was? Was will die hier? Ich wohne hier, Rostkopf. Gut, worum geht es? Dank der Retterin hat die Sonne die Wahrheit über den Einfall der Dornrücken enthüllt. Tenakt-Rebellen auf der anderen Seite der Berge hielten Maschinen in Pferchen. Ein Krater schluckte sie und riss sie in die unterirdischen Tunnel, die nach Osten und in den Schrecken führen. Es war also ein Unfall. Aber lasst uns nicht vergessen, dass die Kaja... Das ist nicht alles. Der Krater entstand durch deine nicht genehmigten Sprengungen in der südlichen Mine, Alvand. Du bist verantwortlich für den Maschinenangriff, die toten Arbeiter und die Zerstörung durch die Dornrücken. Für einfach alles. Mein lieber Magistrat, hat die kostbare Sonne dir die Sinne versenkt? So etwas würde ich nie ohne deine Zustimmung veranlassen. Es gibt Beweise dafür. Aloy hat den Frachtbrief in der Mine gefunden. Du hast das Sonnenreich betrogen, Alvent. Nur für ein paar zusätzliche Scherben. Mhm. Und die Bergleute, die beinahe ertrunken sind. Und dieses Riesending, das du geschickt hast, um ein paar Flüchtlinge einzuschüchtern. Ich verlange eine offizielle Untersuchung. Ich bin das Opfer irgendeiner Karja-Intrige. Aber gewiss, wir werden alles genauestens untersuchen. Oh ja. Die Dornrücken, die Mine, die Flüchtlinge. Und sowas von genau. Jeden Geschäftsabschluss, den du jemals getätigt hast. Das ist doch nicht nötig, oder? Doch. Was, wenn ich einfach ins Anrecht zurückkehre? Nee, lass mal. Das würde der Kasse natürlich Kosten sparen. Natürlich. Ich reise ab, sobald ich ein paar offene Sachen erledigt habe und alles geklärt ist. Das Wohlergehen der Leute in Kettenkratz in Zeiten wie diesen... Nein, du wirst sofort gehen. Kettenkratz kommt zurecht. Du glaubst, sie kann dieses miese Drecksloch leiten? Pah! Fall doch tot um. Raus! Wir wollen und brauchen dich nicht. Jawohl! Verpiss dich von hier! Ja, das kannst du dir vollkommen recht! Dreck steht dir gut, Alvent. Alles nur für ein paar Scherben! Alles nur für ein paar Scherben! Die Sonne Schatten vertreibt. Ich danke dir, Aloy. Er hat es verdient. Hier, bitte, nimm das für deine Mühen an. Das Sonnenreich und meine Nerven sind dir sehr dankbar. Und ich glaube, wir haben etwas zu besprechen. Das stimmt wohl. Seine Fußstapfen sind hässlich. Aber ich trete rein. Alles dank dir, Flammenhaar. Solange da keine Scheiße, sondern nur Schlamm drin ist, ist alles okay. Ob bei ihm kann man ja nie wissen, das ist das Problem. Okay. Kettenkratz ist besser dran, wenn Petra das Sagen hat. Wir sind endlich Olvent los. Endlich! Gut. Dann würde ich sagen, das ist doch hier eigentlich eine super Möglichkeit und super Zeitpunkt, die Folge zu beenden. Weil dann kann ich jetzt nämlich gleich nochmal ein bisschen die Waffen vielleicht aufrüsten oder sowas. Und ein bisschen hin und her wechseln oder so. Mal gucken. Und... Dann können wir weitermachen. Mit was machen wir denn danach weiter? Das wäre jetzt hier so die Frage, ne?
Was könnten wir denn mal tun? Was haben wir denn noch? Hier. Kehre zur Händlerin zurück. Ach ja, stimmt. Weil wir hier eine schöne... ja, genau. Hier haben wir noch eine schöne Ausrüstung noch vorgehabt. Da haben wir ja jetzt die Sachen uns gesammelt. Sehr gut. Ich glaube, es wird langsam Zeit für einen Langhals, oder? Mal wieder. Oder mal überhaupt in dem Spiel jetzt. Das machen wir als nächstes. Also wir gehen hierher, das ist schon klar. Und dann... Aber das kann ich ja auch jetzt gleich machen noch. Mit dem Outfit, das ist ja egal. Und dann machen wir Langhals. Was haben wir denn hier? Irgendwelche Felder, die angelegt sind? Wo es aber richtig... wo richtig schön abgetrennt ist. Das hier sieht wie eine riesengroße Satellitenschüssel aus. Vielleicht lohnt es sich da mal hinzuschauen. Oder wir gehen erstmal den anderen Quests nach. Wir haben noch genug zu tun, glaube ich. Packen wir's an. Macht's gut. Cheerio. Ciao.